So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play X-Blades. Ja, ich wollte mal so sagen, wenn man hier beim Spiel speichert, muss man irgendwie dann nochmal die Gegner besiegen, die kommen. Und irgendwie kamen jetzt hier noch andere Gegner. Wobei ich, also ich meine, die kamen nicht im letzten Part. Also, dass sie da nicht gekommen sind und deshalb, weil die noch gar nicht aufzuspawnen, deshalb habe ich mir gedacht, bevor du jetzt irgendwie was dann aus Versehen nicht zeigst, zeigst du dann lieber noch, wie du versuchst, die Gegner hier zu besiegen, die anscheinend, die sich anscheinend nicht besiegen lassen wollen. Also, ja, da kommen immer wieder nur und ich habe das Gefühl, ich muss das Ding da oben besiegen. Weil was anderes geht ja nicht, aber ich kann das nicht anvisieren oder so. Aber ja, muss man mal gucken, was wir jetzt hier machen müssen. Naja, ich Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob man das hört, wenn ich die Nase hochziehe, aber egal. Auf jeden Fall ja, weiß ich jetzt eigentlich nicht so genau, was ich jetzt machen soll, nur dass ich wahrscheinlich die Gegner besiegen muss. Nur wenn die immer wieder neu kommen, dann ist es ja etwas schwer, die zu besiegen. Das ist ja doof. Weil ist ja klar, wenn die immer neu kommen, kann man die nicht besiegen. Weil das dann ja unendlich ist, aber ist ja jetzt egal. Ich gucke mich hier erstmal noch weiter um und gucke, ob ich nicht irgendwas übersehen habe. Und aber ich glaube, ich muss irgendwie dieses komische Lichtding da besiegen. Nur ich weiß halt noch nicht wie. Und ich würde mich gerne auf die Mauer stellen, ohne von dem Viech da angegriffen zu werden. Und ich habe das Gefühl, das macht mir total unnötig Schaden gerade die ganze Zeit. Ja, da kommen immer wieder neue und ja, ist ein bisschen doof, ne? Moment. Ich öffne mal kurz, das habe ich nämlich herausgefunden, ja. Boah, ich bin so gut. Hier, glaube ich, war das. Nee, ah doch, ja, da waren halt nur, ja, da steht auch, was die Kristalle machen, aber das lese ich dann alles wahrscheinlich in einer extra Folge vor, wenn wir das Spiel durch haben und so, aber ja. Also, der Fluch. Dieses Produkt dunkler Magie ist eine Mischung aus Ding und Lebewesen. Es kann selbst keine Angriffszauber wirken, aber eine Vielzahl tödlicher Kreaturen beschwören. Waffen und Zauber zeigen keine große Wirkung gegen den Fluch. Sobald alle beschworenen Gegner vernichtet sind, zieht er sich für eine Weile zurück. Okay, da muss ich anscheinend doch hier die ganzen Viecher besiegen. Und dann einfach darauf warten, dass die irgendwann aufhören hier zu erscheinen, ne? Also, was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Naja, aber gut, dass ich mal geguckt habe, sonst wäre ich hier noch weiterhin dumm rumgeirrt. Und das wäre dann ja auch nicht so spannend für euch gewesen, deshalb ja, lieber sich die Information selber beschaffen, anstatt darauf zu warten, dass man sie bekommt. Und das Spiel hat mir auch jetzt noch gar keine Infos gegeben, nur dass ich jetzt auf dieser Insel bin und scheiße, ich bin gleich tot. Oh mein Gott, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Oh mein Gott, scheiße. Warte, ich versuche mal die neue Fähigkeit hier. Ich hoffe, ich krieg das hin. Wer jetzt zwar X, oder? X? Z? O, C. Ja, super, ich bin. Scheiße. Ich bin gestorben. Toll, ja. Oh, jetzt kann ich das nochmal von vorne machen, alles, oder wie? Ja, halt. Ja, ist scheiße jetzt, ne? Weil das war eben auch schon der Fall, dass das halt hier nochmal gekommen ist und ich die anderen Viecher nochmal besiegen musste. Aber ich werde jetzt hier keinen Cut machen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr das vorspulen, aber ich darf jetzt mal hier die ganzen Gegner besiegen, was ich natürlich sehr toll finde. Naja, ich versuche mich dann zu beeilen. Ich mache so schnell, wie es geht. Naja, mehr kann ich dann auch nicht tun, ne? Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht so viel Schaden nehme, weil das ist doof. Und anscheinend bin ich schlecht im Spielen und hätte lieber auf leicht gestellt, aber ich mache das immer so, dass ich, wenn ich ein Spiel spiele, dass ich dann immer auf Mittel stelle. Weil
irgendwie leicht ist irgendwie so doof und dann mag ich das irgendwie nicht. Also da muss dann schon eine gewisse Schwierigkeit vorhanden sein und ich frage mich, weil wir sind hier jetzt gerade am Anfang des Spiels und wenn ich hier jetzt schon einmal gefailt habe, naja, kann auch sein, dass es unnötig war, aber dann kann es sein, dass es noch spannend wird, auf jeden Fall. Ja, also denke ich mal zumindest. Und ich versuche jetzt hier kurz an Hilfe, an den Kristall da hinten zu kommen. Weil ich habe ja, wie gesagt, nachgelesen, was die machen. Die Kristalle und der rote Kristall hier, der bringt mir, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, bringt der mir Rage. Und jetzt habe ich die falsche Kraft eingesetzt. Und ja, das wollte ich jetzt gerade einsetzen, um die Gegner hier zu besiegen. Ja, das bringt mir halt Rage. Und der grüne Kristall, der bringt mir Leben. Und ja, da ich das jetzt weiß, denke ich mal, komme ich hier jetzt auch besser voran. Und hoffe, dass ich die Gegner hier bald besiegt habe, weil die regen auf. Weil ich die gerade... Ah, Hilfe! Fail. Okay, da ist gerade die Tastatur von meinem Ding. Also ich habe noch ein Tablet angeschlossen. Deshalb ist da gerade die Bildschirmtastatur aufgetaucht. Okay, das war gerade witzig. Naja. Ja, schon den 2 Fails in dieser Folge gehabt. Das fängt doch super an, auf jeden Fall. Und jetzt muss ich noch die anderen Viecher wieder besiegen. Los, erscheint! Hä? Ah, okay, jetzt sehe ich das erst. Da ist ja eine die habe ich jetzt gesehen, die Lebensanzeige. Huch! Huch! Ja, dann bin ich ja ganz schön doof. Einfach mal unten rechts auf dem Bildschirm gucken und du weißt schon, was du machen musst. Ich meine, wenn da eine Lebensanzeige steht... Ach, bin ich dumm. Ja, Entschuldigung, dass ich das eben nicht gesehen habe, aber naja. Ist halt so, kann man jetzt auch nicht ändern. Dass ich das nicht gesehen habe. Naja, dann halt einfach mal 3 Fails, ist mir auch egal. Hauptsache... Das Spiel macht Spaß und ihr werdet hoffentlich gut unterhalten, was, Ding. Nee. Wenn euch das, wenn euch halt einfach, wenn ihr keinen Bock habt zuzugucken, dann macht es halt nicht, ne? Kennt man ja. Naja. Und wir töten jetzt hier wieder diese Dinger, die uns eben das Leben genommen haben, um es ganz... Professorhaft... Oh, das ist schon tot, das Vieh. Um es mal ganz weise auszudrücken. Und ich werde mich beeilen. Weil, ich mir jetzt den Rage-Stein hole da. Und dann kann ich erneut die Feuerbälle einsetzen. Und dann geht das alles wesentlich schneller. Wie man vielleicht bemerkt. Oh, ich dachte, das kann man zerstören. Naja. Das kann, denke ich mal, noch ein bisschen dauern, weil der Boss ist noch nicht mal zur Hälfte tot. Ach, naja. Was will man machen, ne? Muss man halt jetzt durch. Und ich habe wirklich das Gefühl, also nicht, um jetzt noch mal rumzumeckern oder so, aber halt, dass das Spiel irgendwie mehr so für die Konsole ist, weil, oder halt für Gamepad oder sonst was ist mir, ja. Ich rede total um den heißen Brei rum. Ich würde sagen, das Spiel ist eher ein Konsolenspiel. So, jetzt habe ich ganz... Oh, ich bin schon... Was? Oh. Ich habe gerade nicht auf mein Leben geachtet, weil ich so... Scheiße. Schau. Weil ich so viel gesprochen habe. Ja, das ist jetzt natürlich ganz toll, ne? Oh nee, jetzt kann ich... Boah, jetzt kann ich die nochmal alle bekämpfen. Ja. Toll. Aber ich werde immer noch kein Cut reinmachen.
Nein! Dürft euch das alles ansehen! Ja, und wie gesagt, ich sag's noch einmal, wenn ihr es nicht sehen wollt, spult einfach vor. Ich kann euch nicht garantieren, ob ich die Stelle hier jetzt noch in dem Part schaffen werde, weil ich gerade nicht auf den Timer gucken kann und euch sagen kann, wie lange der Part noch geht. Also, wie viel vom Timer schon abgelaufen ist. Weil ich mich hier aufs Kämpfen konzentrieren muss. Und ich werde jetzt versuchen, schön im Fernkampf zu bleiben. Und ich merke übrigens, dass da hinter mir die ganze Zeit so ein Ding rumwurstelt, ne? Ich will halt einfach versuchen, die so mit der Waffe zu besiegen, weil das geht irgendwie... Also die Kleinen, die kann man irgendwie... Also ich bin unfähig, die Kleinen zu treffen mit dem Schwert. Also das geht in meinen Augen nicht so super. Und... deshalb werde ich versuchen, die überwiegend mit der, mit meinen Pistolen zu besiegen. Ja, genau. Das würde ich sagen. Und die großen Viecher, ja, die kann man ja auch dann, den Schwertern dann töten, umlegen, umnieten oder irgendein anderes Wort dafür. Umbringen, abmetzeln, zerhackstückeln. Und mir fällt gerade nichts ein, was ich sagen soll, und deshalb quatsche ich einfach irgendwas und hoffe einfach mal, dass es nicht auffällt, dass mir nichts einfällt, was ich sagen soll. Aber da ich das eben schon gesagt habe, fällt es natürlich auf. Weil ist ja klar, wenn ich das schon gesagt habe, dann ja. Ist ja einfach logisch. Und falls das jemand nicht verstanden hat, der sollte sich mal ein paar Gedanken machen. Also jetzt nicht... das war jetzt nicht böse gemeint. Aber, ja. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal wieder bei diesen Viechern hier. Und diesmal achte ich auf meine Leben und nicht auf die des Bosses. Also hoffe ich zumindest. Also ich gucke öfters auf meine Lebensanzeige, weil ich nicht schon wieder das Ganze hier nochmal machen möchte. Und ich versuche mich wieder zu beeilen. Ja, einfach rein aus Prinzip. Weil das wahrscheinlich auch für mich langweilig wäre, das Ganze hier tausendmal zu sehen. Aber wir haben keine Rage mehr. Und haben es ja bald geschafft. Hier, der Boss, der hat schon zwei Teile des Balkens weg. Und bei uns wird auch fast die Hälfte des Lebens. Also, ja, ist schon ganz gut so, ja. Muss ich schon sagen. Ja, die Landschaft ist übrigens schön hier im Spiel, finde ich. Besonders hier auf der Insel. Also ich würde hier gerne drauf verbannt sein. Oder auch nicht. Nur wenn hier nicht so komische Monster wären. Es sei denn halt natürlich, ich wäre auch so ein cooles Anime-Mädchen wie sie. Dann ginge das schon. Das wäre dann cool. Ah, und genau. Beim ersten Part hat sie ja sowas gesagt mit irgendwie, ich würde mir nicht die Beute mit einem Partner teilen und so. Und wir kriegen übrigens Leben wieder, das ist cool. Ich würde mir meine Beute nicht mit einem Partner teilen. Und das war, glaube ich, also der Timer ist abgelaufen. Das war, glaube ich, also habe ich so empfunden, dass es eine Anspielung war, dass wir irgendwann noch einen Partner kriegen. Und ich denke, da wir hier ein Mädchen spielen, werden wir höchstwahrscheinlich dann einen Jungen dann halt als Helfer kriegen. Oh, und ich bin gleich tot. Oh mein Gott. Diesmal habe ich drauf geachtet. Wir werden dann höchstwahrscheinlich einen Jungen als Partner haben. Also vermute ich einfach mal. Wie gesagt, ich spiele das Spiel hier blind, aber so ist halt meine Vermutung. Und wenn ihr eine andere habt, dann könnt ihr die auch beibehalten. Also, ja. Jedem seine eigene Meinung, ne? Und ich würde liebend gerne hier die Teile besiegen, weil ich gleich schon wieder tot bin. Und ich weiß nicht, ob man die Schwierigkeit während
des Spiels umstellen kann. Weil wenn ich hier jetzt nochmal abkacke, überlege ich, ob ich nicht vielleicht doch auf leicht stellen sollte. Aber das ist, das ist so doof. Das ist so doof, auf leicht zu spielen. Dann komme ich mir so schlecht vor. Und irgendwie hat das Ding da extrem viel Leben. Kann das sein? Okay, jetzt ist es tot. Kommen jetzt noch andere Gegner? Oh mein Gott. Ja, Hilfe! Boah, ich dachte das... Hä? Okay, da kommen neue Monster. Neue Monster. Direkt mal durchlesen, was die können. Pangolenkrieger. Der Legende nach gehörten diese anthropomorphen Krieger. So, jetzt habe ich das Wort richtig ausgesprochen. In einer primitiven, aber friedfertigen Zivilisation an, doch wurden sie durch die Mächte der Finsternis in ihrem Wesen verändert. Zum Glück verfügen sie über geringe Kampffähigkeiten und sind nur gefährlich, wenn sie in großer Zahl auftreten, was sie gerade tun. Und ich würde mal sagen, das hier ist eine gute Stelle, um den Part zu beenden. Ja. Dann freue ich mich darauf, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Und ich hoffe, wir hören uns dann wieder, weil ihr seht mich ja nicht. Tschüss!